Was können Hans-Dieter Flick und Hermann Gerland an der Seitenlinie gegen Piräus ausrichten? Und Kuss geht raus an Niko Kovac. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5€ Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. So, die Mittwochsspiele in der Champions League, 4. Spieltag, 2. Ausgabe hier. Bayern gegen Olympiakos Piräus, das Auftaktspiel. Am Mittwoch um 18.45 Uhr spielen die Bayern zu Hause. Und es gab ja eine neue Personalie an der Seitenlinie. Erstmal für diese Woche übernimmt der Co-Trainer Hans-Dieter Flick mit Hermann Gerland als Assistent. Und die Frage ist, ob die Mannschaft dann ihr Champions-League-Gesicht wieder aufsetzt, das man ja gegen Tottenham gesehen hat. Oder ob sie jetzt wirklich dann wieder glücklich sind, dass sie den Trainer irgendwie rausgeekelt haben mit der Leistung gegen Frankfurt. Oder ob wirklich die Krise so handfest ist, dass sie sich jetzt hier gegen Piräus wieder ähnlich schwer tun wie in den letzten Spielen. Ja, die nächste Woche wird zeigen, ist der Trainer schuld oder sind die Spieler schuld? In den Münchner Radiostationen wird ja vor allem Arsene Wenger gehandelt als Nachfolger, aber jetzt schauen wir erstmal, was der Flicky und der Hermann Gerland zusammen machen. Meine erste Idee bei dem Spiel, das Bayern definitiv gewinnen muss, ist, dass es doch nicht unerwartet wäre, wenn Bayern das hoch gewinnt, um den Niko Kovac zu zeigen, sieh her, wir können es, wenn jemand uns einfach lässt. Von daher, was sind denn die Quoten Bayern -2 auf Bayern? Und was hältst du von der Wette -2 auf den FCB? Ja, ist halt eine hochspekulative Wette aus dem Blauen herausgegriffen, wenn man halt sieht, dass sie jetzt gegen Frankfurt gerade 5-1 auf den Sack bekommen haben, ist es schon ziemlich antizyklisch, da jetzt vom hohen Sieg auszugehen. Und ich habe ja in der Bundesliga auch gesagt, dass ich nicht glaube, warum sollen sie, wenn sie es jetzt die letzten 4-5 Spiele nicht geschafft haben, wieso sollen sie gegen Frankfurt dann hoch gewinnen, obwohl die Quoten ähnlich waren. Und deswegen haben wir da das Asian Handicap auf Frankfurt gewählt und ja, war ja auch richtig. Und dieser Trainer-Effekt, ja klar, kann natürlich sein und Bayern ist natürlich auch eigentlich viel besser wie Olympiakos, aber ja, weil ich es halt einfach für eine sehr spekulative Wette bei einer noch zu schlechten Quote von -2 halte, würde ich da einfach dieses Spiel nur anschauen, ohne wirklich drauf zu setzen. Machen wir eigentlich auch sowas wie, ich möchte jetzt noch ganz kurz überreden, weil es ein bayerisches oder ein deutsches Team ist, würde nicht auch da sowas interessant sein, wie zum Beispiel Sieg Bayern und gleichzeitig mindestens 2,5 Tore, also so einfach als Kombi, dürfte auch so um die 1,9er Quote geben. Das einfach nur mal angedacht. Könnt ihr gerne kommentieren, was ihr denn generell bei dem Spiel. Welcher Wald- und Wiesenwettanbieter bietet denn solche Wetten an, wo man Bet365 wahrscheinlich, wo du selber dir sowas zusammen kombinieren kannst aus einem Spiel. Aber das ist ja, davon halte ich nichts. Und dann rüber nach Russland zur Lokomotive. Oh ja, die Lok. Gegen Juve, das ist ja ein Duell. Da haben wir immer noch die ungeschlagenen Turiner. Wolfsburg ist ja einmal unter die Räder gekommen mittlerweile und ist nicht mehr, zweimal sogar, ist nicht mehr ungeschlagen. Das waren ja die einzigen in Europa. Und ja, warum soll Juve jetzt nicht auch hier gegen Moskau zumindest einen Punkt holen? In Moskau sehe ich jetzt weniger die Gefahr, dass die Turiner hier sich eine Blöße erlauben. Was meinst du? Denkst du, hier gibt es eine Überraschung? Moskau hat sich wirklich gut verkauft in Turin. Lass mich nicht lügen, aber die haben, glaube ich, sogar relativ lange geführt und erst in der zweiten Halbzeit hat Juve dann das Spiel noch umgebogen. Das hat bestimmt auch einen Grund, warum mittlerweile jetzt 1,7 die Quote fast ist bei Juve. Und da gehe ich doch ganz klar nach Namen, nach Cristiano Ronaldo, italienische versus russische Liga. Und auch wenn Benedikt Höwedes bei Lokomotive kickt, glaube ich, dass er Ronaldo und Co. nicht stoppen kann. Mir gefällt die Quote gut genug, um die zumindest nicht abzulehnen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich drauf gehen wollen würde, weil die Champions League doch einige Überraschungen gibt. Aber ich finde es trotzdem attraktiv. Punkt. Keine Wette. Kann man machen, muss man aber nicht. Also
finde ich ein bisschen auch zu niedrig, um einfach auf Sieg Juve in Moskau zu setzen. Ja, klar, why not? Aber ja, ich habe da immer meine Quotenansprüche und die gehen bei 1,8 los und das ist bei Juve noch zu wenig. Paris Brügge. Schaffen hier die Belgier wieder mal eine Überraschung? Paris ist ja nicht sattelfest in der Liga. Diverse Male enttäuscht, jetzt erst wieder gegen Dijon verloren. Also das ist schon echt eine sehr durchwachsene Saison und da fragt man sich, ja, klar ist da in der Liga halt irgendwo der Anspruch oder die Motivation einfach nicht da, wenn du gegen die Senfhersteller daher im Senfland spielen musst. Und von daher glaube ich halt, in der Champions League werden die das ernster nehmen, vor allem auch zu Hause werden sie es ernster nehmen und dann kann Brügge hier wenig reißen. Ja, zumindest habe ich jetzt gerade was Neues gelernt, falls du das ernst meinst, dass Dijon Senf aus Dijon ist. Woher soll der Dijon Senf sonst kommen? Du isst sonst ja nur dein Weißwurst-Senf, oder? Von Develey. Also Product Placement ist anwesend. Da habe ich mich sogar mal beworben bei Develey. Die wollten mich nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Paris hat das Hinspiel hoch auswärts gewonnen, ist jetzt aber von den Quoten her nicht wirklich interessant. Beim Auswärtsspiel erinnere ich mich noch, da gab es eine 1,6er-Quote. Wenn man jetzt mal die Asian Handicaps anschaut, oder hier, du schaust die Over-Under an, die Buchmacher gehen von naturreichen Papier aus. Über 2,5 lohnt sich nicht, über 3,5 würde ich nicht empfehlen. Und dementsprechend kann man jetzt auch schon sagen, eine minus 2 auf Paris würde ich auch niemals machen. Von daher einigen wir uns doch auf NoBet und schauen zu den nächsten Spielen, ob da was geht. Es gibt ja auch noch einen deutschen Vertreter, der am Mittwoch kickt. Aber zuerst schauen wir mal nach Madrid. Da sehen die Quoten ähnlich aus. Galatasaray, mega Außenseiter. Obwohl Real ja auch alles andere als super duper in dieser Saison bisher performt hat. Und auch in der Liga jetzt wieder war Real am Wochenende eine der europäischen Top-Teams, die an diesem Wochenende nicht so ganz überzeugen konnten. Klar, Real Betis keine schlechte Mannschaft. Gegen Legan sah es anders aus die Woche davor. Und in Istanbul, musste ich jetzt kurz überlegen, wo dieses Galatasaray einzuordnen ist. In Istanbul gab es ein 1:0 für die Madrilenen. Grundsätzlich eine beachtenswerte Leistung, wenn Galatasaray da zu Hause nicht unter die Räder kommt. Wie sieht es denn dann in Madrid aus? Hier ein Asian Handicap auf Madrid. Ähnliche Begründung wie PSG. Du darfst irgendwie diesen vermeintlichen Top-Teams, die so hart krasse Favoriten sind, nicht wirklich über den Weg trauen, meiner Meinung nach. Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, Galatasaray, funny fact, die dürften noch gar kein Tor geschossen haben in der Champions League-Saison. Von daher, both teams to score wäre mal interessant, aber warum sollten sie in Madrid anfangen damit? Auf der anderen Seite haben wir das auch schon mal bei Genk vermutet, die haben uns dann gleich gezeigt, dass mehrere in Madrid schießen können. Es spricht mehr dafür, auch von diesem Spiel die Finger zu lassen. Ja. Gerade auch wenn diese Quoten so eindeutig verteilt sind, du kannst mit einem Favoritensieg relativ wenig gewinnen. Du musst dann auf Asian Handicap gehen und dann ist es wieder so eine Frage, ja, lässt Galatasaray das zu? Die werden sich halt einfach die 90 Minuten hinten verbarrikadieren, weil was anderes können sie eh nicht da erwarten. Bei Spielen von denen fallen allgemein relativ wenig Tore und das spricht ja für eine eigentlich gute Defensive und ja, das werden sie vielleicht auch in Madrid aufrechterhalten können und wenn nicht, ja, dann hat halt Madrid so gespielt, wie es die Quote sagt, aber es ist nicht viel dabei an Value rauszukitzeln, meiner Meinung nach. Und von daher schauen wir mal, ob wir bei dieser Tottenham-Quote vielleicht eine Wette platzieren oder ob hier auch der Außenseiter, Roter Stern, zu Hause in Belgrad seine fanatischen Fans glücklich machen kann. Ja, da würde ich ganz gerne erstmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Das haben wir ja gerade bei Bayern München gegen Piräus, glaube ich, nicht gemacht. Hier ist Tottenham trotz der durchwachsenen Gruppenphase bisher bereits Zweiter. Das heißt, mit einem Sieg
in Belgrad 7 Punkte, dann haben sie eigentlich Belgrad mehr oder weniger vom Leib. Hier ist auch wieder die Namenverteilung der Teams und die Kaderqualität deutlich auf Seiten der Engländer. Und wenn man glaubt, dass die jetzt ihr halbwegs tief hinter sich gebracht haben oder zumindest in der Champions League weiterkommen, dann finde ich eine Einzimmerquote schon interessant. Und ich möchte jetzt auch Belgrad nicht schwächer reden, als sie sind. Aber ich glaube, vor der Saison, jede Form mal vorweggestellt, wäre die Quote auf Tottenham eher so eine 1-3 oder 1-4 gewesen, oder? Ja, die waren ja im Finale letztes Jahr, von daher grundsätzlich eine Top-Mannschaft, auch im europäischen Vergleich. Und diese Niederlage gegen Bayern darf man ja jetzt auch nicht wirklich allzu hoch hängen, denn wenn du mal halt einfach 3 Tore hinten bist und ja, keine Moral zeigst, dann kann es einfach auch mit viel Pech ganz krass ins Auge gehen. Und von daher war die Niederlage natürlich viel zu hoch und spiegelt nicht das Können dieser Tottenham-Mannschaft wider. Aber grundsätzlich natürlich gefährlich, in Belgrad nicht zu gewinnen. Es ist halt die Frage, warum setzt man eher auf Tottenham in Belgrad als auf Juve in Moskau? Ähnliche Spiele kann man beides machen, aber hier würde ich jetzt einfach mal mich für Tottenham entscheiden. Obwohl, oder vielleicht gerade weil auf der anderen Seite Marco Marin spielt. Das ist jetzt auch wieder nicht politisch korrekt gegenüber unseren deutschen Spielern. Bei Zagreb gegen Donetsk, da haben wir einen ganz guten Tipp rausgehauen im letzten Gruppenspiel auch. Da wurde ich Zagreb, anscheinend spricht man das nicht mit scharfem Z aus, aber auf jeden Fall der Tipp war richtig, darum geht es ja. Nein, bist da Kroate, von daher musst du sowas auch nie wissen. Danke für die Verteidigung, lieber Radek, ich freue mich, dass du wieder gesund bist, dann wird mir so ein Fauxpas bestimmt nicht nochmal passieren, aber ich habe ja heute schon einiges gelernt in dem Video. Donetsk, warum jetzt nicht auf Donetsk setzen? Die sind Außenseiter von der Quote, haben mehr Champions League-Erfahrung, haben daheim nur unentschieden gespielt und nach dem Blick auf die Tabelle interessieren mich hier besonders dann die Quoten bei den Asian Handicaps. Also der Platz 2, das wird auf jeden Fall unter Teams ausgemacht, die es nicht zwingend gewohnt sind, in der Gruppenphase weiterzukommen in der Champions League. Und das ist hier eine riesen Möglichkeit. Lass uns doch die Asian Handicaps anschauen und sag mir, ob dann Double Chance auf Donetsk eingeloggt werden könnte. Oder siehst du Zagreb? Ich würde auch Zagreb sagen. Es ist ja auch total irrelevant, wie man was ausspricht. Andere sagen ja auch, weniger oder so, obwohl man das IG nur am Ende des Wortes als CH spricht. Und das ist halt einfach manchmal auch Dialekt. Das hat jetzt auch nichts mit deiner beschränkten Intelligenz zu tun, dass du das als Zagreb sagst und so. Aber also ich finde, da muss man einfach ein bisschen bei der Sprache ein bisschen toleranter sein. Andererseits sind die natürlich echt überraschend gut in diese Champions League Saison bisher gestartet und werden das auch in der zweiten Saisonhälfte der Champions League Rückrunde Gruppenphase, ist ja dieser 4. Spieltag, vielleicht auch so weiter durchziehen. Und grundsätzlich haben sie jetzt auch mal Heimvorteil gegen Donetsk. Sie haben in Donetsk schon 2 beide gespielt. Warum sollen sie zu Hause nicht für ähnlich Furore sorgen? Also diesen Double Chance auf Donetsk mit einer Quote von 1,7, ja, da kann es genauso gut Asian Handicap 0 auf Zagreb gehen oder so, aber hab ich hier keine Lieblingswette. Donetsk hat halt in oder bei Atlanta Bergamo gewonnen, wo auch immer die von Atlanta ihre Heimspiele austragen. Also, ich finde es sehr interessant. Juve, glaube ich. Ich würde mir aber auch... oder Mailand im San Siro haben die gespielt, glaube ich. Ich würde mir auch eher eine Quote dafür von 1,9 oder so wünschen. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn du jetzt dagegen bist, bei mir ist ja eher das Bauchgefühl als wirklich Know-how hier. Dann lassen wir das Spiel weg und schauen einfach zum nächsten. Und das ist dann die besagten von Atlanta Bergamo gegen Man City. Ja, und da fällt ja eigentlich mal auf, hier haben wir einerseits die beste Mannschaft der Welt, laut Quote vor dieser Saison, wer die Champions League gewinnt, war Manchester City Top-Favorit.
Und was den Kaderwert von über 1 Milliarde betrifft, sind ja auch natürlich mega, haben auch natürlich einen super, 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 super Pep-Trainer und ja, das weiß jeder. Und trotzdem haben die jetzt hier nicht eine Quote von 1,2, wie so oft eigentlich, sondern eine Quote von 1,55 bei Atalanta Bergamo, die sie ja eigentlich 10-mal im Sack haben müssten. Warum ist die Quote hier relativ hoch auf Man City? Sag's mal. Ich sag's da nicht. Ich weiß nur, dass ich es auch interessant genug finde. Am liebsten würde man ja doch sowas kombinieren, vielleicht mit einem anderen Favoritensieg bei der 1,55. Für einen reinen Sieg ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Vielleicht wissen wir irgendwas, die Buchmacher. Dir ist das 1,55 zu wenig, wenn du in der NBA gerade deine 1-2er-Quoten wieder einsammelst, oder? No hate, no disrespect. Nein, ist kein Hate. Da muss ich dich selber zitieren. Wenn du 100% sicher bist, dann ist es auch in der 1,2er Quote Value und das stimmt ja auch irgendwo. Aber NBA gibt es kein Unentschieden. Das ist der riesige Unterschied. Das heißt, die Gefahr, ja, hier auch nicht, dass es 1-1 oder so ausgehen könnte. Ich glaube nämlich, Man City muss nicht unbedingt gewinnen, wenn man die Gruppenkonstellation, die Tabelle mal anschaut. Ja, aber so denkt ja jetzt ein Man City auch nicht. Wir müssen ja nicht gewinnen. Wir fahren jetzt da nach Bergamo oder nach Mailand, um dann da nicht zu gewinnen oder so. Da ja, kennst du aber Pep Guardiola schlecht. Keine Fans, die Atalanta vorpeitschen. 1,55, die nehmen wir mit. Der Pep macht es. Ja, und ich würde auch sogar hier das Handicap auf -1 oder so, dann steigerst du ihn ein bisschen. Dann hast du eine 1,79er Quote, ist jetzt auch nicht Power viel, aber wie gesagt, es ist eigentlich eine Überraschung, dass die Quote hier für City so relativ hoch ist. Und ja, Bergamo hat ja gerade auch in der Serie A gegen Cagliari 2-0 verloren und das ist dann ja wirklich gar kein. Und von daher fällt mir gerade auf, dass ich heute ganz schön rumbeier vom Dialekt her. Und so zur Feier des Tages, weil Bayern München auch spielt. Ja, und dann haben wir noch Bayer-Leverkusen. Mhm. Ja, überraschend gutes Spiel von Leverkusen in Madrid. Aber in der Bundesliga wurde ihnen dann natürlich vom unangefochtenen Tabellenführer Gladbach wurden ihnen Grenzen aufgezeigt. Aber können sie jetzt hier die letzte Chance mehr oder weniger nutzen, hier noch eine Rolle zu spielen? Da müssen sie ja fast alle 3 Spiele dann gewinnen. Leverkusen ist raus. Die müssen jetzt hoffen, dass sie vielleicht bei Moskau gewinnen und Moskau keinen anderen Punkt mehr holt. Dann müssen sie noch irgendwie das Torverhältnis kaschieren. Also es wird schwierig, für Atletico ist der Zug um die Tabellenspitze noch nicht abgefahren. Die haben das bessere Team, Leverkusen hat international noch nichts bewiesen. Die Quotenverteilung sehr cool für beide Mannschaften. Dementsprechend das Erste, was mir jetzt einfallen würde, wäre ein Asian Handicap 0 auf unsere Atletico Madrid Leute. Auf unsere. Aber eigentlich muss doch Leverkusen auch irgendwann mal einen raushauen. Was denkst du? Also mein Grundgefühl, Asian Handicap 0 auf Atletico oder Finger weg? Nee, genau. Also da würde ich jetzt wirklich nicht die Finger weglassen, weil die Quote relativ attraktiv ist und von daher nehme ich die mit auf Atletico. Geht jetzt gerade nicht hier irgendwie einzuloggen. Gut. Und von daher haben wir jetzt nicht viele Wetten an dem Spieltag oder an diesem Mittwoch. Aber hoffentlich haben es die in sich. Und ihr habt ja auch die Möglichkeit, in die Kommentare noch eure Verbesserungen oder eure besseren Ideen hier zu posten. Soweit das, was wir uns hier vorstellen. Tottenham gewinnt bei Roter Stern Belgrad bei einer Quote von 1,73. Atalanta verliert gegen Man City mit mindestens einem Tor. Mhm. Wird hier nicht so wirklich dargestellt, leider in der Ansicht, aber dieses Asian Handicap steht für Asian Handicap -1 auf Manchester und da ist die Quote ganz okay. Und Atletico Madrid, Asian Handicap 0, 1,9er Quote. Dann diese 3 Spiele, lasst einen Daumen da und dann bis zum nächsten Mal.
Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet.